Hallo und willkommen zurück zum Massive Chalice auf Brutal Erbarmungslos. Und die letzten Kämpfe sind ganz gut gelaufen, würde ich behaupten. Die letzten drei Kämpfe. Jetzt kommt Kampf Nummer 20. Und ja. Wenn die aber jetzt immer dreimal angreifen, dann geht es auch schneller zu Ende, als ich mir das gedacht hätte. Denn jetzt wird man zwangsweise jeweils einen Punkt pro Runde bekommen. Wir spulen die Zeit weiter. Also bin ich mir... bin ich da nicht so zuverlässig, dass das immer noch für 300 reicht. Zuversichtlich, ja. 30, 28, 27, 32. Kurzsicht, der hat gute Auffassungsgabe. Aber der ist nicht in meinem Trupp drin. Von daher werde ich die beiden weitermachen, die auch beide 6 sind. Und der ist damit sowieso gut. Das ist mein 20er, ist glaube ich gestorben. Der ist Stufe 7, den will ich dafür auf jeden Fall nicht einsetzen. Den hier könnten wir, glaube ich, da Adlerauge langsam. Jawohl. Ist auch schon 33. Da bekommen wir Nachschub, neue Frauen! Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Ja, ein paar haben wir bekommen. Die sind aber jetzt auch niedrigstufig. Aber halt besser als da, ja, ohne da zu stehen. Zeitfaust. Gegenstände. Wunderhosen. Ich glaube, ich werde diesen Ruhekender erforschen und meine Jäger damit ausrüsten. Denn die Treffsicherheit ist im Moment mein Problem. Wenn die eine höhere Treffsicherheit haben, sind auch die Gegner, die höheren Stufen, kein Problem. Und mit ganz viel Glück wird das sogar fertig, noch bevor der nächste Angriff kommt. Nö. Okay. Ja, verteidigen wir das. Das hier könnte man theoretisch verlieren und das hier hat noch nichts. Da haben wir jetzt die Bollwerke wieder und Wiegen. Zerreißer, Vergeher und Zucker. Und hier haben wir... Ja, und wir müssten natürlich das wieder so zurückdrängen. Das schmeckt mir aber nicht. Müssen wir quasi. Wenn wir das natürlich verlieren, haben wir auch nichts gewonnen, aber ja, hilft ja nichts. Die sind auch alle frisch. Die beiden tragen die Relikte. Ja, perfekt. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie viele von meinen Leuten überleben. I don't know about you, but I'm ready to hit something today. What the?
Es sind meine Leute auch noch aufgesplittet. Das heißt, die trifft man aber jetzt. Doch, die haben eine extrem niedrige Ausweichchance. Die sind 9. Theoretisch könnten wir die auch nochmal stunnen. Dann hätten wir den Angriff als Bonus. Ich probiere das mal. Laufen wir erstmal mit dem da rüber. Der läuft jetzt genau dahin. Er setzt natürlich voraus, dass der trifft. Nein! Die müssen auseinanderstehen. Sein. Also der wird auf jeden Fall nicht diese Runde sterben. Wenn der crittet, dann könnte vielleicht was sterben, ist aber natürlich nicht so wahrscheinlich. Damit würden wir den Kleinen schon mal wegtöten. Den Großen kriegen wir eh nicht. Da müssen wir einen Angriff fressen. Nee. Den kommen wir... Ach so, an den kommen wir sowieso nicht ran. Aber da haben wir eine ganz gute Trefferwahrscheinlichkeit. Betäubt, perfekt. Mit dem laufe ich jetzt nach unten, dann kann der den immer noch angreifen. Meine Leute stehen auch nicht beieinander. Mit Glück. Yes. Sehr gut. Ja, die sind 7. Achso, den haben wir auch noch. Den habe ich irgendwie aus der Sicht verloren. Okay, dann könnten wir den immer noch stunnen. Mal gucken, ob es funktioniert. 60%. Hat nicht funktioniert. Aber gut. Das Problem ist, wenn der den angreift, dann spawnen diese ganzen Viecher um ihn rum, was
etwas uncool ist. Der hat da auch noch eine 60% schon. Wir brauchen auf jeden Fall einen, der den auf jeden Fall tötet. Der kann das tun. Und wenn er daneben schießt, dann passiert halt nichts. Und der hat daneben geschossen. Wie viel Schaden würde er machen? Auch nicht genug, um ihn zu töten. Dann können wir den nicht. Ja, hilft nichts. Probieren wir so. Sauber. %77. Jawohl. Probieren wir. War nichts. Ja, der kann aber, glaube ich, damit eine 100% Chance treffen. Von daher kann man das etwas unkritischer sehen. Die müssen jetzt so spawnen. Außer der eine, der ist scheiße gespawnt. Okay. Den setzen wir jetzt so nach vorne, dass der eine 100% Chance hat. Ah, das tötet den auch. Damit würde der sterben. Das tötet ihn nicht. Das habe ich übersehen. Machen wir das lieber so und retten den. Yes, daneben, sehr schön. Mit ein bisschen Glück splitten die ihren Schaden auf. Mit ein bisschen Pech ist der Typ tot. Okay, jetzt können sie ihn eigentlich nicht mehr töten, glaube ich. Wobei es natürlich etwas schade ist, dass er da jetzt sein Dings schon verbraucht hat. Präzisionsflasche. 100% Chance zu treffen. Okay. Dann, die müssen auf jeden Fall auf den schießen. Denn die Nahkampfangriffe, die würden den grazen und dann würde der sich wieder einbunkern. Der könnte den angreifen. Der würde den auf jeden Fall nicht tot bekommen. Wir könnten dahin den runterkicken, den auch treffen. Dann werden die beide gestunt. Der muss sich auf jeden Fall heilen. Wenn er das überleben will. Yes. Sauber, absolut sauber. Dann ignorieren wir den erstmal. Ja, okay.
Aber ich habe ja jetzt schon die neue Rüstung, deshalb machen die wahrscheinlich auch nicht. Naja. Ich glaube, so knapp, wenn er eben nochmal getroffen worden wäre. Also an der Rüstung lag es jetzt auf jeden Fall nicht. Neun. Den könnten wir eigentlich auch mit mehreren Grace. Versuchen wir erstmal den hier. Zauber. Und dann der Rest einfach komplett auf den. Budu budu bum. Sauber. Dann können wir jetzt weiterziehen. Ja gut, aber der hat mich noch nicht gesehen. Das war Adlerauge. Ich glaube, hier unten war ja auch noch ein Gegner. Vielleicht sollten wir, wenn der das nicht weiter hochgelaufen ist, dann sollten wir den zuerst mal rauspicken. Stellt sich da in den Busch. Okay. Da ist er. Hey du. Weg. Wenn jetzt hier Zucker drin wäre, diese Gegner, dann hätte ich das auf jeden Fall nicht machen können. Die hätten mich jetzt da im schlimmsten Fall nach vorne laufen, einen rüber teleportieren, dann wäre der auf jeden Fall Matsch gewesen. Okay. Zurück. Der oben wird auf jeden Fall sehr übel werden. Die oben. Wenn da jetzt noch andere Gegnertypen drin sind, dann... dann hat es eigentlich schon, dann ist es schon vorbei, noch bevor es angefangen hat. Der müsste da eigentlich in Tarnung sein. Da müssen wir mal gleich schauen, wie weit kann denn der werfen. Aber auch nur mit einer 55% Chance. Sollten wir auf jeden Fall das Gebiet erstmal auskundschaften. Wenn jetzt, wir könnten da zumindest so lange warten, bis die... Ah, okay. Bisschen nebeneinander stehen, den müssten wir auf jeden Fall vorher schon wegschießen. Aber der kommt uns auch noch entgegen, was sehr schön ist. Dann kann ich mich nämlich ein bisschen zurückziehen.
den einfach abmurksen. Ah, Mist, das war der falsche. Noch ein X. Daneben. Gut. Die sind noch zu nah dran. Der würde auf jeden Fall... Das Problem ist, dass das noch nicht mal garantiert ist, dass ich den da tot bekomme. Ich riskier's. Sehr gut. Müsste ja nicht der Baum zwischen sein. Wir aufs Beste. Sehr gut. Das Beste ist eingetreten. Ah, aber das ist noch okay. Der hat eine normale Armbrust, der hat die stärkere Waffe. Das Problem ist, dass wir nur den einen angreifen können. Nur den einen, Quatsch. Wir können nur einmal treffen. Es sei denn, er geht natürlich kritisch. Huh, das ist natürlich super. Dann ist der auf jeden Fall tot. Wissen wir, den Grayson ist er im Arsch. Aber den ja können wir nicht angreifen. Außer natürlich mit einem Wurf. Geh mal da auf Nummer sicher. Ja, aber wenn da nämlich jetzt ein Cradle oder sowas gestanden hätte, dann hätte ich den da nicht hinstellen wollen. Der kann auf jeden Fall in der Runde nichts töten. Ich könnte den jetzt hier stunnen, wenn er trifft. Sauber! Problem ist natürlich, dass wir mindestens noch eine Runde bräuchten. Es sei denn, es krittet was. Näher ran dürfen wir jedenfalls nicht. Der kann den auch nicht treffen. Aber es hat gut Schaden gemacht. Es ist auf jeden Fall auf unter die Hälfte runter, sodass wir dann einen Bonus bekommen würden. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zurück.
zurück zum Tollhaus. Und warten. Der kann den... Wenn er den sehen kann, kann er mich vermutlich auch sehen. Aber ich bin in dieser Suppe drin. Vermutlich kann er mich nicht sehen. Den stellen wir dahin. Ich riskiere es jetzt, dass ich die so stehen lasse. Okay, er hat das Ding weniger gebracht, als ich gedacht habe. Aber der ist jetzt tot. Es sei denn, die schießen jetzt beide daneben. Und sie schießen beide daneben. Er könnte den töten. 98%. Probieren wir. Sauber. So, da unten hatten wir eine Wiege. Deswegen hat man anscheinend auch eine höhere Ausweichchance. Weiß man nicht, ob das... Steht noch nichts. Lass mal lieber die Nahkämpfer erstmal nach vorne huschen. Das ist der andere. Aus dem Großen sind auch drei Große gekommen, ja. Er hat aber auch nur noch einen Wurf. Das heißt, die ganzen Kleinen, die da rauskommen, die könnten auch noch zu einem Problem werden. Hallo. Wir sehen niemanden. Kann man sie ja nirgendwo. Lass mal den da sichtbar stehen. Besonders viel Platz ist da nicht mehr. Das bedeutet aber auch, dass ich auf jeden Fall extrem nah rankommen kann. Jetzt können wir den da hinziehen.
Das ist eher uncool. Ich lasse mal alles so stehen, wie es ist, und hoffe, dass die sich in bessere Positionen bewegen. Ja, so ist schön. So ist schön. Der kann nicht angegriffen werden. Versuchen wir den zu erschießen. Sauber. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Ich werde den nehmen, dem den Rückstoß drauf knallen, den dagegen pushen, dann wird er sterben und der andere auch noch Schaden nehmen. Kann nur gut gehen. Wunderbar. Da kann er den treffen. Okay. Ja, bitte kritte nicht. Okay, hat gekrittet, aber war kein doppelter Schaden. Okay. Aber der kann den unten nicht angreifen, ist zu weit weg. Okay. Ein Angriff, um ihn zu töten, aber das macht der andere, der hier. Der hat nämlich nur einen normalen Schuss. Wunderbar. Dann kann der mit seinem Feuerschuss da einschießen. Schön. Was eine Chance hat der? 96. Ich würde aber gerne diesen Wurf übrig behalten. Deshalb machen wir das anders. Hat aber nicht funktioniert. In dem Fall machen wir es nicht anders. Erhöhen das auf eine 100% Chance. Jetzt hat der aber natürlich keine Fernkampfangriffe mehr. Ups. Was jetzt nicht so optimal ist. Wenn da jetzt noch eine Cradle sein sollte, wird das also eine Materialschlacht. Da haben wir eine Brücke. Da oben haben wir auch eine Brücke. Da oben die Brücke ist eigentlich cooler. Gucken wir aber erstmal. Ja, die oben ist auf jeden Fall cooler, weil wir uns hier viel besser hinstellen können.
Na, der braucht jetzt ewig, um da hochzulaufen, weil er langsam ist, oder? Nö. Achso, der ist mutlos. Na, okay. Passt schon. Einsamer Wolf. Der steht jetzt da doppelt getarnt. Jetzt müssen wir noch Ewigkeiten warten, bis der da hochgeschlichen ist. Hat nur 29 Hitpoints. Dann ziehen wir den mal kurz rüber. Wir verbrauchen da noch einmal einen Heiltrank. So, nach vorne. Die ideale Tarnung vom Baum. Aber ich glaube, dahinter ist man auch in Deckung. Können aber auch erstmal sichtbar da hinein latschen. Oder könnte der da irgendwo hinrushen? Leider nein. Aber auch erstmal den Alfie hier gucken lassen. Da sehen wir nichts. Ich glaube, das Wasser, das ist hier schon so ein bisschen berechnungsintensiver. Man merkt hier von der Performance her, dass es leicht schlechter ist als bei dem Rest bisher. Beste. Wenn da natürlich jetzt einer kommt, hallo, und dann einfach auf mich drauf spuckt, dann wäre das uncool. Passiert aber nicht. Okay. Du bist aber doof. Tschö. Ja, es ist verdammt uncool. Dann müssen wir doch von unten kommen. Es sei denn, der kommt mir jetzt entgegen, was ich bezweifle. Okay. Wir könnten versuchen, den von da wegzupusten.
Von da ginge es auch. Ich probier's. Sauber. Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich kann der zurück angreifen, aber hundertprozentig sicher bin ich mir dann nicht. Es gibt auch keine Position, von der er aus den treffen könnte. Dann warten wir jetzt hier so einfach ab. Ne. Anscheinend sieht er mich nicht. Schießen wir jetzt mit dem Charakter. Weil der den mit einem Schuss töten würde. Just like the Battle of Saturn's Peak. Sauber. Waren sie aber noch nicht alle. Dann laufen wir da jetzt drüber. Ich vermute, dass da noch einer von drin steht. Da hat was geraschelt, also wird was irgendwo in der Suppe stehen. Okay. Machen wir das gleiche nochmal. Weil wir den auch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Stellen wir den auf die gleiche Höhe. Von da aus geht's auch. Der ist ein bisschen näher dran. Ja, okay, der ist egal. Der kommt nicht zu mir. Lassen wir erstmal den schießen. Der hat ein bisschen mehr Schaden. Ne, gar nicht wahr, der hat mehr Schaden. Aber lassen wir trotzdem den anderen zuerst schießen. Gut. Und dann gehen wir eins auf Seite, falls es dann auch egal, der es daneben gehen sollte. Machen wir einen Rückstoßschuss. Beide betäubt, weil der gegen den geprallt ist, okay. Habe ich zwar jetzt so nicht mitgerechnet, aber super. Super, super, super. Die wissen nicht, wie sie rüberkommen sollen. Sollte ich das trotzdem machen? Da in das Nest reinzulaufen, das klingt irgendwie nach einer nicht so klugen Idee. Oder ich sag einfach, ja, ich stecke jetzt hier den einen Schuss ein. Ich denke, das mache ich. Dazu müsste aber der natürlich auch treffen. Ansonsten. Ne, machen wir nicht. Ist mir zu riskant. Ja,
Wenn der weiter an der Ecke stehen bleibt, dann können wir den einfach gleich abernten. Tut er aber nicht. Oh, da ist er wieder. Ne, ist eine andere. Das, oh Gott, okay. Das sind also mindestens drei, vielleicht auch vier. Feind gesichtet, die sehen den da. Vermutlich. Oder den. Der ist gesichtet worden. Zack. Bleiben wir mal hinten. Vielleicht können wir einen davon ranlocken. Rudeljäger. Naja, leider nicht. Doch. Das ist der 30er. Das ist der mit der fetten Waffe. Wenn der sich da hinstellt, würde er den treffen können. Ich probiere es. Sauber. Bin mir nicht sicher, ob die Kleinen den in der nächsten Runde angreifen können, aber das sehen wir dann. Dürften auf jeden Fall jetzt welche rüberkommen. Sehr schön. Okay, alles zurück. Quatsch, sauber. Perfekt. Wenn es nur minimaler Distanzzuwachs ist. So. Jetzt dürfte der auf mich rüberkommen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber die stehen jetzt sehr schön. Müsste der allerdings den treffen. Sauber. Sehr schön. Optimal. Die beiden Schützen sind da alles am Zerlegen im Alleingang.
hat sich nicht so gut angehört. Da ist irgendwas draußen gescheppert. Sehr seltsam. Ich mach mal kurz den Schnitt. Wer weiß, bei mir ist nichts kaputt gegangen. Da muss ich mal gerade. So. So. Den könnten wir. Der würde den aber nicht töten. Mit einem normalen Schuss würde der den aber auch nicht töten. Also müsste er theoretisch zuerst angreifen. Machen wir anders. Wir nehmen jetzt hier den und pushen. Aber der würde keinen Schaden an dem machen. Der kann aber hier diesen Schleichangriff machen. Und wenn der trifft, wäre der dann Matsch. Wenn. Es ist auf jeden Fall riskant. Und es hat nicht funktioniert. Das ist auch nicht. Ah, wunderbar. 100% erfolgreich, aber es hat funktioniert. Den können wir leider nicht ranstellen, weil er beide treffen würde. Andererseits könnte das den töten und mir der nächsten Runde helfen. Der könnte aber auch ran und den einen potenziell... Oder das machen wir so. Macht am meisten Sinn. Wenn er getroffen hätte. Ja, und der, das ist zu riskant, den da nach vorne zu stellen. Der kann aber hierhin. Und vielleicht greift den jemand an, sodass der Schaden aufsplittet. 20. Nee, nicht so gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt stehen die auch noch sehr schön da. Jetzt können wir hingehen. Ja, den wollen wir ja töten. Den sollten wir also hiermit möglichst angreifen. Hat der noch einen Heiltrank? Nö, der noch einen Heiltrank? Auch nicht. Riskieren wir so. Sauber. Aber das ist halt jetzt hier schon alles Glücksspiel. Der könnte da was wegnocken. Ich werde aber lieber mit dem hier weglaufen. Damit er nicht stirbt. Und da haben wir eine verhältnismäßig gute Chance, den umzubringen. Dass der überlebt, die Chance, die ist mäßig. Oder aber, ne, schieß mal erstmal hier mit. Flaschenschuss, der macht so wenig Schaden. Und trifft man noch nicht mal.
Gut, also gewinnen tue ich das auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viele sterben. Die Antwort ist wohl einer. Der ist jetzt tot. Ja, doch. Wir greifen zuerst den an. Sauber. Der hier macht den meisten Schaden quasi. Dann benutzen wir dessen Angriff, um die beiden zu stunnen. Ansonsten hätte ich mit dem Bogen drauf geschossen. Der müsste den jetzt töten, der kann aber mal nah rankommen, um seine Trefferchance noch zu erhöhen. Das ist nicht gut. 8. Mit ein bisschen Glück ist der Matsch. Ein bisschen Pech nicht. Befestigen. Verstärke Helden in der Nähe durch einen Rüstungsbonus. Alter, eine kostenlose kurze Bewegung, nachdem du einem Feind Schaden zugefügt hast. Befestigen und Rüstungsbonus, der klingt schon nett. Jetzt haben wir hier auch noch eine bessere Trefferchance. Das sollte wohl reichen. Den anderen brauchen wir nur zu gracen. Ah. Doch, das können wir so oder so machen. Sauber. Egal, ob der den jetzt graced oder nicht, er ist auf jeden Fall tot. Ob er den anderen stunnen, das liegt jetzt daran, ob der gegraced wird. Okay. Weg. Geschafft, oder? Ja. It may not be fully intact, but you still got your team out. Always something to be proud of. Außer er. Der ist verendet. Schade, schade. Der war sehr gut. Und ist sehr tot. Den ersten Stufe 8 Charakter. Und jetzt müssen wir einstellen, wer das Ding erben soll. Unser taktisches Team hat ein Baby gerettet. Ein Mädchen, das in einer Festung ausgebildet werden sollte. Mädchen adoptieren. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wer das. Ich glaube, die waren das, die keinen Nachschub hatten.
Naja, ein paar sind da jetzt drin. Ich setze ihn aber auch da rein. Ja, Popski ist gestorben. Mit 32. Willensstark, sonst nichts. Wendig. Sprengschütze. Gute Auffassungsgabe. Und er ist erst 8. Das heißt, beim nächsten Mal ist er auf jeden Fall bereit, um ihn in den Kampf zu ziehen. Und ist 5. Ideal. Schön, schön. Dann darf es beim nächsten Mal weitergehen. Bis denn!